Leute, wisst ihr noch, vor kurzem habe ich über Stats Royale berichtet, wo man seinen Truhenzyklus sehen kann. Ihr habt mir sogar noch eine andere Seite empfohlen. Das Video wird jetzt relativ häufig geklickt im Nachgang, aber passt auf! Da ist sie, die Super Magical Chest, die ich bekommen sollte. Ich habe sie endlich am Start. Und jetzt habe ich also endlich mal die Möglichkeit, diese Magietruhe hier zu öffnen. Die ist noch eine uralte Magietruhe von Arena 8. Das will ich jetzt hier noch in dem Video machen. Denn ich habe mir so überlegt, laut Stats Royale habe ich in ungefähr 148 Truhen wieder eine Super Magical Chest. Ich will auf jeden Fall die noch dazu holen für ein mögliches Opening auf meinem Kanal. Ich hoffe, das ist okay für euch. Jetzt habe ich so lange auf eine gewartet. Ich habe mir überlegt, dass ich es vielleicht in 4-5 Wochen auf jeden Fall schaffen könnte, die zu bekommen. Und die Sache ist halt die, ich werde vielleicht in der Zwischenzeit ein paar Openings auch machen. Ich habe nämlich gehört, dass jemand eine Legitruhe und noch eine andere gute Truhe für mich parat hat, die ich öffnen kann im Video. Also das heißt, ihr seht auch ein paar Openings, sollte das Ganze also klar gehen. Ich kann jetzt nicht großartig angreifen, kann euch nur mal ein Deck zeigen, eben wie ich es im Moment spiele, ein Hovamu-Deck. Ganz klassisch eigentlich mit Kampfholz und Holzfäller. Macht ziemlich viel Spaß. Bin da im Moment bei 3456 Trophäen. Es ist nicht so einfach hochzukommen, aber wir sind da relativ konstant am Start. Und die Prinz-Herausforderung habe ich nur auch schon gespielt. Heilungsherausforderung kommt ja auch bald. Gibt also noch viel zu tun in dem Game. Machen wir einfach mal die Truhe auf. Wir machen uns noch warm. Spielen schnell hier die Gratis-Truhe. Ja, da war natürlich richtig viel cooles Zeug drin. Die erste ist immer blöd, die zweite ist immer viel besser. Da ist immer eine Legi drin. Nee, leider ist sie keine drin. Aber mach mal die Magietruhe auf. Die ist von Arena 8. Könnte hier die Banditin drin sein? Ich weiß es gar nicht, ob die Banditin ab Arena 8 verfügbar ist. Aber vielleicht kriegen wir ja trotzdem irgendwie ein geiles Epic oder sowas. Jetzt könnte ich den Prinzen bald auf Level 5 bekommen. Sollten wir ihn mal abfangen dürfen. Hamburg, noch keine epische Karte. Okay, kommt jetzt eine epische Karte. Eisgolem. Nice, könnte ich mal auf 8 machen. Schöne Sache. Der Xbox. Geil. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Vielen Dank, Supercell. Aber ich hoffe, ihr lasst mal einen Daumen da. Ballert den Daumen raus für die Super Magietruhe. Die hat es einfach verdient. Die hat es einfach verdient. Das war's von mir. Haut rein, Leute. Macht das. Tschüss und Servus. Euer Basti.